So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Gate of Darkness. So, in den letzten Parts sind wir im ehemaligen oder immer noch funktionsfähigen Krypto-Hauptlabor angetreten und sind auf die Freaks namens Hexagon-Brüder getroffen und ich frage mich, warte, ich schaue mir nach. Ja, ich frage mich, ob es irgendwie einen Einfluss hat, wenn ich jetzt einen herausfordere. So wird es da im Kolosseum mit Finek, den drei Typen, da konnte man ja Lorblatt, Igelava und Tyrakrok auswählen. Welchen Power Ranger nehme ich? Ich nehme den roten. Hey, sprich! Ich kann es dir ansehen, du hast nicht vor, ein braver Junge zu sein und nach Hause zu gehen. Alles klar, dann spiele ich mit dir, um unser bisschen Zeit zu vertreiben. Okay. Also gut, fangen wir an. Okay, ich hoffe, ich kann die anderen auch noch herausfordern. Kryptoknecht Rubex. Moment mal, die Kryptoknechte haben jetzt momentan neue Outfits. Farbig. Schneckmann. Hunduster. Hunduster? Oh, bitte sag mir, dass es dieses Hunduster ist. Bitte sag mir, dass es dieses Hunduster ist, bitte. Bitte, 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 bitte. Yes! Krypto Hunduster, du wirst mir gehören. Level 17, okay. Wow, ich bin fast schon unterlevelt. Was benutze ich? Biss auf Schneckmark und Giftzahn auf Hunduster. Oder erstmal auf Schneckmark. Ich will erstmal Schneckmark loswerden. Und Biss! Und sie überlebt. Und oh, Kryptokal. Volltreffer und sehr effektiv. Oh, ich hasse Kryptoattacken. Njom! Okay, ich muss aufpassen, Hunduster haben generell wenig Defensive. Ich denke mal, Tackle sollte schon überleben und Vivien, du halt erstmal Psyana. Trank sollte reichen. So viel HP habe ich eigentlich noch gar nicht mit meinen Pokis. Los, Tackle! Wow, sieht ja mördermäßig viel ab. Und Kryptoknall, natürlich, Kryptoknall. Geh auf Vivien, geh auf Vivien, geh auf Vivien. Oh, leck mich, Alter. Wir haben mein Tier zu attackieren. Nochmal Tackle. Und Items. Trank. Foxy. Boah, ich will unbedingt Hunduster haben. Ich will unbedingt Hunduster haben. Jetzt kommt nicht mein Team. Pokéball los! Ich versuch's einfach mal. Warum nicht? Aus dem Nichts erscheint ein Pokéball geworfen und ich hab mich jetzt gefangen, weil das ist Level 17 und somit super stark eigentlich. 1, 2, 3. No, verflext. Psyana, sag, der bringt es nicht um, okay? Okay, komm doch mal. Betten auf! War doch klar! Okay, Items. Nein, Supertrank. Meine Cups sind momentan ziemlich low. Und ein einziger Crit würde reichen, um Foxy zu töten. Das wäre nicht gut. Und jetzt hat er ein Pokéball klappen, weil vorhin schon Flix kam und naja, es ist im gelben Bereich. Ach komm schon, Hundus, ich will nicht mal mein Team haben. Los! Eins, zwei, drei. Jackpot! Ich hab nur das da, ich hab nur das da, ich hab nur das da, yay! Oh, zum Glück.
Oh, jetzt hab ich gelesen, was er gesagt hat. Aber der gibt viel Geld. Und uns wird ein Steam aufgenommen. Natürlich wird ein Steam aufgenommen, weil es so cool ist. Ich denke, das hat uns zumindest ein wenig Zeit vertrieben. Okay, dann kann ich die anderen auch noch herausfordern. Das wäre ziemlich geil. Jetzt werde ich erstmal nur Duster darauf wechseln. Items. Na, ein normaler Trank sollte von Duster reichen. Ja, also keinen Sinn, Tediose zu heilen, ich weiß. So, jetzt, soll ich jetzt alle der Reihe nach, weil ich glaube, der hat ein Wasser-Pokémon. Der hat womöglich einen Boden-Krypto, der hat womöglich Elektro, der hat Psycho und der hat womöglich einen Pflanzen. Das nehme ich mal den. Und Sechslinge verbindet das Band der Bruderliebe. Sechsfach, wir hatten sechsmal fester zusammen und unsere Lebensmittelrechnung ist sechsmal höher als normal. Aber los, Grünschnabel, ich mach dich fertig mit der Kraft des Sechserpacks. Ja, Grünschnabel, sagt er zu mir. Verdex. Okay. Der hat sich ja einen Pflanzenkrypto. Myraplant, okay. Ich weiß nicht, ob davon eins ein Krypto war. Ich glaube nicht. Mich hat ein drittes Pokémon, das war nur, ich sag mal nichts. Ich werde kennen ein paar Krypto-Pokémons. Und du bist da. Ihr wollt mich verarschen, hat sechs Pokémon. Okay, bis auf Myrapla. Und was kannst du? Krypto-Bruch. Was ist denn das für eine Attacke? Krypto-Bruch. Dunkle Aura, hier Reflektor. Ah, okay. Aber macht keinen Schaden. Also kann ich noch Krypto-Knall spammen. Okay, auf Tuska. Tuska, Tuska. Und bis. Mjomsch. Und weggehen. Es lebt noch. Ja, es lebt noch. Es lebt noch. Und Krypto-Knall. Ja, natürlich. Nicht jedes Pokémon überlebt und Giftstachel. Fuck you. F you in your knee. Na klar. Ja, ah, geschieht ja recht, okay. Rüster wird wirklich verletzt. Blablabla. Tackle auf Tuska, weil das kann nervige Tackle mit Items. Zum Glück habe ich Gift Gegengift geheilt gekauft. Und die Kryptoknechte werden mich ganz schön lange im Schacht halten. Ich denke, dafür würde ich circa 2-3 Parts brauchen. Bounce. So. Ein Krypto-Pokémon. Nicht? Ich dachte, das wäre ein Krypto-Pokémon. Habe ich eine falsche Information? Wow, Lockduft. Was für eine Mega-Attacke. Ich dachte echt, das wäre ein Krypto-Pokémon. Na egal. Tackle auf Myrapla und Krypto-Knall auf Knills. Super, ey. Ich habe nur Lust, aber keine Feuerattacken. Das ist negativ an Krypto-Pokémon. Na gut, dafür ist Krypto-Knall immer sehr effektiv. Und Lotus. Auch dein Krypto-Pokémon. Bums! Und nicht ein Viech geht down. Nicht ein Viech. Diesen Level 9. Ich bin fast doppelt so hoch. Und die machen so viel Schaden, die kleinen Racker. Bis auf Lotortel und Krypto-Knall auf Knulls. Ich frage mal, zählt Krypto-Attacken zu Angriff oder Spezialangriff? Oder beides? Ich glaube, ja, Angriff, das sind eben physische Attacken, obwohl. Wir haben ja physische Attacken, nicht gerade Angriff. Der hat auch einen Käfer-Pokémon? Interesting. Der nächste sollte ein Krypto-Pokémon sein, sonst bin ich enttäuscht. Und Knilz geht down. Oh, armes Knilz hier. Ich meine, dafür habe ich ein cooles Muster. Und Muster ist auch schon geil. Samort. Auch kein Krypto. Demnach hat er kein Krypto. Ja. Samort ist ein Krypto? What the hell? Und natürlich Level 17, ist doch klar. Hat den Knall? Bis auf Samurzel, sollte sich überleben und Krypto-Knall auf Tanze. Überlebt das verdammt nochmal, können aber Samurzel du kleines. Sollte sich überhaupt darstellen, eine Eiche? Eiche? Eiche, ja, klar, ein Baum. BAM! Und natürlich nicht One-Hit. Weh, du beherrschst Finale. Krypto-Fessel.
Ja, wir wollen den Projekt abmachen, aber okay. Foxy kann nicht fliehen. Muster kann nicht fliehen. Ich brauche noch einen Spitznamen für Muster. Und Tanz ist jetzt der Kleine. Oh mein Gott! Oh. Die haben mir in diesem Kampf 5 Schaden gemacht, die kleinen Viecher, okay? Bis auf Tanzer und Items. Boah, ich finde diese Musik hier einfach episch. Ja, natürlich auf Samoz. Okay, das heißt, ich kann hier 6 Krypto-Pokémon fahren. Oh, was für gut. Ich hoffe, wenn ich eins nicht kriege, dann kriege ich noch später eine Chance, weil... Ich habe Angst, dass meine Pokébälle nicht ausreichen. Okay. 2 habe ich schon mal gefangen, 4 sind noch offen. Gut. Hooray. Und... Biss. Jomsch. Und weg. Whee. So. Und was sagt er noch so? Der Vedex oder Vedux? Verdex. Ich spüre die vernichtende Niederlage gleich 6-fach. Ja. Samus wird ins Team aufgenommen. Juhu. Hooray. Das ist noch gar nichts. Über unsere brüderliche Liebe ist noch viel stärker. Ja, ja, Horumus. Items. Ich habe hier die Essenzkiste. Wie kann ich. Ah, mit X kann ich bewegen. Gut. Ich will die zu oberst haben. Okay, Essenzkiste. Erstmal eine Glücksessenz auf Hunduster. Mastiert Hunduster mit einer Glücksessenz. Und. Ja. Wow. Shake mein Controller. Shake richtig durch. Hunduster ist glücklich. Und öffnet sich ein Stückchen. So. Und wie groß ist das Stückchen? Ja. Egal. Neue Attacke? Neue. Nicht neue Attacke. Okay. Egal. Ich mach mal den Blaui. Ich glaube, der hat dann nur 3 Pokémon. Geh schon nach Hause, oder wolltest du gegen mich wolltest du gegen mich kämpfen? Jo. Azurex, ja, der hat Wasser-Pokémon. Oder nein. Vogel-Pokémon. Allein doch. Wasser-Pokémon. Sepa und Goldini. Okay, ich sollte zuerst mal Sepa loswerden. Also Sepa ist unmöglich. Also Goldina würde keine Wasserattacken. Oder es kann Kaskade oder so. So, bis auf Sepa und... Ja, gut gelernt, aber... Ich will nicht auf Sepa 2 Attacken einsetzen, weil sonst besiege ich vielleicht das nächste Krypto-Pokémon, das reinkommt. Das wäre natürlich nicht gut und Sepa geht down! Geht doch, wenn ich mal ein Vieh gewonnen hätte. Und Seamobs. Ah ja. Krypto. Alarm. Hoch 3. Und Krypto-Knoll. Bums. Ich finde es auch gut, dass man keinen Rückschlag hier bekommt. Goldini wurde besiegt. Und Level 16. Lernkonfusion, 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 Lernkonfusion. Yes! Endlich! Yes, man! Sandwirbel, Unschlag, ja, Sandwirbel, warum nicht? Brauche ich eh nie. Unschlag ist sowieso praktischer. Okay, damit hätte ich die Konfusion gelernt. Oh, na endlich. Damit hätte ich meine Step-Attacke. Tackle und. Bringt Ofen was schon oder? Nee, nicht. Wunderstar! Genauigkeit steigt. What the hell? Also das Rufen hier. Ihr wollt mich verarschen. Kryptodunst? Lolz? Was ist denn das mit der Tag? Ah, das war mit Glockenduft, oder? Jo. Damit trifft er mehr. Das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe Angst, dass ich in Konfusion töten könnte. Biss. Und ach, du nutzt mal einfach Kryptobruch, damit du keinen Schaden machst. Und Biss. Boah, gut, Biss zieht gut ab, aber nicht zu viel. Und Kryptobruch. Er schlug viel. Ja, schön. Von mir aus. Kryptowelle. Warte. Okay, neue. Ja. Toll. Biss. Und ich werfe schon mal einen Pokéball. Boah, Mann. Ich soll gleich nach Emeritus zurück einen Pokéball kaufen. Zock, das ist ein Krallball ein. Oh mein Gott, ich muss den Park gleich beenden. Komm schon, sehen wir uns gehen den Ball rein. Dann kann ich den Park verwenden.
ich für ein Scheiß? Und Azurix wurde besiegt. Ungezogenes Bark. Ja, machen wir noch ein Salto. Seemut, ja, wurde auf den PC gelegt. Gut. Wenn ich wirklich ernst mache, dann kann ich ja... Ja, schön. Leute, ich denke, ich beende den Part hier und ich gehe noch mal schnell zurück nach Emeritae und werde mir noch ein paar Pokébälle kaufen und ein paar Pokémon lagern. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!